Can we knock? Obwohl unendlich. Ah, oh, fuck. Leider da außen, ja. Und wo? Digga, ist die Mutter schon wieder gar keinen Bock mehr. Ah, ist erste Runde, Männer, entspannt. Oh! Wie kann ich so böse Tom? Jin Doberik, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Heute geht's um eine Meta-Klasse, für mich eine ganz kranke Meta-Waffe. War in Season 5 schon Meta, ist in Season 6 weiterhin Meta. Es geht um die MG82, die lasert alles weg, die knallt euch alles weg, brrt weg, brrt weg, brrt weg. Du kannst auf jeden Fall mit der Waffe Squads spielen, haust sogar Easy Squads weg, wegen der großen Munitionsanzahl. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Wir sind auf dem Weg zu den 700 Abonnenten. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich doch bitte, teilt das Video. Ihr würdet mir helfen, das ist nur ein, zwei Klicks entfernt. Und ja. Viel Spaß mit den Highlights. Am Ende gibt es ein Klassen-Setup dazu. Also, viel Spaß! Fick mich. Und da. Jo, wenn der kein Aimbot hat, weiß ich auch nicht. Ich denke, die haben keinen Aimbot. Halt. Einer in der Luft. Nein, nein, den habe ich schon. Den habe ich schon. Da oben ist einer gelandet. Hast du den? Ja. Ich Gambo, er Gambo, er sie ist Gambo. Nee, Digga, ich werd nur gestunt, Digga. Was ist das für eine Scheiße hier, Alter? Mein Gott, mit Schild! Der Rebuff. Schüsse. Den Rimmern wird komplett gehen. Todfrechheit. Er fährt mit Auto, Digga. Guckt euch ein, er fährt mit Auto da rein. Ich glaube, ich spiele. Er fährt mit Auto, Digga. Krieg Shots, ich krieg Shots. Boah, Heli. Junge, MG ist so. Heli. Noch einer da irgendwo. Ist auch was. Eine drin, ich verschütte. Ey, Dings, Kopfgeld. Da ist die Fotz. Kopf ist tot. Oder macht das schon? Die vor mir, ganz Team. Oh, einer noch, einer Shipwreck. Ich hab ihn geflasht. Junge, ey. Der Ara hier.
Hier sind Waffen, ja, aber so AK. So. Nein, Pumpe hinter mit zwei Leuten, Digga. Was gehört, wie er durchgedreht ist, heißt. So, da sind wir schon auch beim Klassensetup. Vorab, die Klasse, die ihr hier seht, spiele ich nicht so. Kann ich tatsächlich auch noch nicht spielen, weil ich die Waffe noch nicht max habe. Aber ich sag sie mal, wie man sie im Idealfall spielt. Mündung zockt man den Agency Mündungsfeuerdämpfer, wie immer. Ist natürlich klar, ne? Danach Lauf zockt man den Ranger-Lauf. Also ich zocke meistens den Ranger-Lauf. Beziehungsweise den Lauf, der vertikale Rückschusskontrolle bringt. Ich glaube, also bei Sturmgewehren heißt der Ranger-Lauf. Vertikale Rückschusskontrolle auf jeden Fall ganz wichtig bei MG, weil die Waffe knallt die sonst nach oben wie sonst was, ja? Danach zocke ich Axial Arms 3er Visier, so wie immer, ist natürlich klar, ne? hier, Unterlauf. Zocke ich, lasst mich lügen, Feldagentengriff. Müsste hier sein tatsächlich, glaube ich. Und dazu zocke ich halt ein großes Magazin oder, müsst ihr entscheiden, Schwachsinn, Digga. Doch, ich zocke einen großen Griff. Ich hatte gerade Fingerfertigkeit im Kopf, damit die Waffe schneller nachlädt. Aber ich würde dann ein riesen Magazin mitnehmen. Oder ihr lasst das Magazin, kommt drauf an und nimmt dann lieber hier einen Schaft mit oder so. Das müsst ihr entscheiden. Ich würde aber dann tatsächlich ein fettes 125 Dings Schuss Schnelllademagazin zocken. Es kommt drauf an, ob ihr Rebirth zockt oder Verdansk. Falls Verdansk, dann hier das Magazin. Falls Rebirth, Magazin lassen, damit ihr schneller nachlädt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Falls ihr genau wissen wollt, wie ich diese MG spiele, nicht mitgekommen seid, weil ihr das hier nicht seht, schreibt mich an, ich sag euch Bescheid.